Jo Leute und herzlich willkommen wieder mal zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal eine Fashion Show. Wir machen normalerweise einen Skin Contest, aber heute machen wir eine Fashion Show, weil wir nur zu viert sind. Einmal mit den Leuten in der Lobby. Wir machen drei Themen und jeder hat insgesamt kann zwei Punkte in einer Runde vergeben auf einen Spieler. Und wer die meisten Punkte hat, der gewinnt. Also Thema 1 ist Anime, Thema 2 ist Götter und Thema 3 Sport. Ich würde sagen, wir starten direkt und sehen uns gleich wieder. Leute, wir machen eine große Plattform. Eine Plattform. Also wir starten direkt los. Also noch nicht Punkte vergeben. Wir überlegen jetzt eine Minute und ihr sagt dann, wenn ihr ready seid. Ich habe eure Kombis noch gar nicht gesehen, deswegen. Okay. Man kann nicht auf sich selbst Punkte geben. Wir starten los mit Only Baseball. Wem gibst du deine Punkte und hast du dir überhaupt alle Kombis angeschaut? Du darfst jeden, also du hast zwei Punkte zu vergeben und du kannst auch zwei Punkte auf einen geben, wenn du das willst. Okay, let's go. Ja, nee, du bist dran. Wir gehen der Reihe nach. Du bist hier der Erste. Bro, hä? Wer sieht am schönsten aus? Du kannst auch nach Skin gehen. Welcher Skin am schönsten ist? Du musst nicht nach Kombi gehen. Ja, wem du einen oder zwei Punkte gibst. Du kannst zwei Punkte vergeben. Also, let's go. Okay. Ja, dann kannst du ihm auch zwei geben, wenn du das willst. Okay, also ein Punkt wurde an ihn vergeben. Also ich habe sehr auf die Farbe geachtet. Ich sag's jetzt. Okay, dann ein Punkt für ihn und ein Punkt für mich. Als nächstes ist Emilio dran mit Punkte vergeben. Wir sollten es aber aufschreiben, weil ich weiß es dann vielleicht nicht. Ich schreibe es mal auf. Also einen Punkt für Emilio. Und eins für Recon Trail. Wer ist der Philipp? Ah, okay. Only. Okay, jetzt bist du dran, Finn. An wen gibst du deine zwei Punkte? Du kannst auch beide auf eine geben, wenn du das willst.
Okay. Also Emilio. Okay. Also, ich bin nach Kombi gegangen. Ich finde ihn am besten, weil alles aus anderen Skins ist. Also die Spitzhacke ist bei einem aus einem anderen Skin. Das Backbling ist aus einem anderen Skin. Nur es gibt eine Kritik, die Spitzhacke ist nicht Anime. Also du hast keine Anime-Spitzhacke genommen. Und du bist Set, deswegen gebe ich dir leider keine Punkte. Das ist alles Set. Und bei dir aber nicht. Du hast eine Sache genommen, die nicht Set ist, und zwar das Backbling. Das ist nämlich von, ich glaube, Korra oder Katara. Deswegen, also einen Punkt an Finn und einen Punkt an Only Baseball. Okay, und somit haben wir in der ersten Runde einen Gewinner. Ihr wart viel zu nett, Leute. Also Emilio hat 2 Punkte. Ich, Recon Trail, habe 3 Punkte. Only Baseball hat 2 Punkte. Und Finn hat einen Punkt. Somit habe ich gewonnen. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde. Vielleicht sind ja beim nächsten Thema Sie besser. Okay, nicht bauen, Leute. Nicht bauen. Wieder eine Plattform. So, jetzt stellen wir uns wieder auf und überlegen mal, welche Kombi am besten sein könnte, bevor wir starten. Ihr könnt auch ein Emote machen, aber nachher zählt nur die Kombi. Okay, jetzt starten wir mal mit Finn. Wem gibst du denn 2 Punkte? Jetzt bin ich dran mit Punkte vergeben. Also bei dir muss man leider sagen, Set geht nicht. Das habe ich vorher schon gesagt. Ich glaube, da warst du. Dann bei dir würde ich fast 2 Punkte geben. Aber ich finde seinen Skin auch nice. Und ich glaube, das Backbling ist nicht Set. Deswegen gebe ich dir einen Punkt und dir einen Punkt. Emilio, du bist dran jetzt. Okay, und jetzt Only Baseball. Wem gibst du deinen Punkt? Oder 2 Punkte auf jemanden? Okay, also wir lesen wieder vor von Anfang an. Finn, du hast 2 Punkte. Dann ich habe 3 Punkte. Emilio hat auch 3 Punkte und Only Baseball hat leider 0 Punkte. Das heißt, wir machen jetzt ein
Du darfst es dir aussuchen. Willst du ein Dance Battle oder willst du ein Fight Battle? Was ist dir lieber? Okay, Dance Battle. Das ist schwierig. Und ihr dürft bewerten, wer besser ist. Müsst euch aber dann auf einen einigen. Aber ihr dürft nichts sagen. Ihr dürft euch nicht untereinander absprechen. Das heißt, wir tanzen jetzt und der bessere Tanz, ihr habt es im Kopf und dann besprecht ihr das hier zusammen und dann sagt ihr, wer der Gewinner ist, eurer Meinung. Also ihr müsst euch auf einen einigen. Ihr könnt nicht sagen, der ist besser oder der ist, oder einer sagt, der ist besser und der andere sagt, der ist besser. Genau, okay. Passt. Da haben wir jetzt mal E-Mails. Du kannst schon einen machen. Ich weiß es noch nicht. Okay. Dürft ihr nicht. Wir machen einen Dance Battle, also einen Tanz. Und ihr besprecht es dann, welcher besser ist. Genau. Okay, sie einigen sich jetzt auf einen und wir sehen uns gleich wieder. Dann machen wir noch ein Emoji Battle. Wer hat das bessere Emoji? Let's go. Ja. Okay, mal sehen. Okay, ihr mögt ihn mehr. Okay, die zwei Leute haben sich geeinigt. Sie finden ihn besser. Ich finde das auch besser, weil das halt vom Skin ist. Damit hat er eigentlich einen Joker gemacht. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum dritten Thema und zwar Sports. Let's go. Können wir starten? Okay. Ja, okay. Dann starte du mal, Emilio. Wem gibst du deine Punkte? Okay. Ja, das sind zwei Sportarten in einem. Das ist Wrestling. Das Back, ja, musst du dir selbst was dazu denken.
Okay, dann mach du mal weiter, Only Baseball. Wem gibst du deine Punkte? Ja, ich bin jetzt dran. Dann würde ich sagen, ja, so bei dir, du hast halt so eine Mischung auch aus mehreren Sportarten, einmal aus Fußball und einmal Fechten. Und dann hast du so ein chilliges Sommer-Backbling. Also es ist wahrscheinlich eher Freizeit und du bist in keinem offiziellen Verein, schätze ich. Dann bei Only Baseball, da kenne ich mich gar nicht aus, also dir gebe ich leider keine Punkte. Und bei ihm, das Backbling passt gar nicht, aber die Spitzhacke ist cool. Deswegen bekommst du von mir einen Punkt und Finn bekommt noch einen Punkt. Auch einen Punkt. Okay, also Only Baseball. Einen Punkt. Und ich habe einen Punkt. Okay. Ja, es ist eindeutig. Finn, du hast mit 3 Punkten gewonnen. Dann ich habe 2 Punkte. Emilio hat 2 Punkte und Only Baseball hat 2 Punkte. Dann würde ich sagen, wir schauen jetzt, wer der Gesamtwinner ist, also der Gesamtgewinner von dem Ganzen. Und zwar, erste Runde habe ich gewonnen, zweite Runde waren wir im Stechen zwischen Emilio und mir, deswegen habe ich in der zweiten Runde auch den ersten Platz, also wir haben beide den ersten Platz und dann haben sie sich für Emilio entschieden. Das heißt, zweite Runde hat Emilio gewonnen. Und dritte Runde hat Finn gewonnen. Das heißt, ich bin mit fast 2 Siegen eigentlich an der Spitze. Aber Emilio und Finn, ihr habt auch eine Runde gewonnen. Und Only Baseball hat leider keine der Runden gewonnen. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr mal gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, Oregon Church, ciao.